Die stärksten Spieler in der stärksten Liga der Welt. Wählt jetzt euren Star in das All-Star-Team, das am 2. Februar 2013 in Leipzig auf die deutsche Handballnationalmannschaft trifft. Und das sind die Nominierten am Kreis. Markus Alm vom THW Kiel. Alm ist immer noch das Maß aller Dinge. Also er spielt bei der Mannschaft, die das Maß aller Dinge ist und ist der Top-Kreisläufer. Wie er sich die Gegner vom Leib hält, wie er arbeitet als Kreisläufer, das ist lehrbuchreif. Da kann jeder Kreisläufer im Prinzip sich die Videos mal angucken und studieren. Thorsten Lehn von den Füchsen Berlin. Der Lahn ist abwehrstark, unglaublich gut. Vorne im Angriff super solide, fängt jeden Ball und hat nicht den riesen Körper, aber wurschtelt sich immer irgendwie durch. Aber ansonsten als Abwehrass natürlich hervorragend. Jorten Mürhall von den Rhein-Neckar-Löwen. Mürhall hat ein unfassbares Schicksal hinter sich. Das muss man ja auch mal feststellen, dass der Junge eine Krankheit hatte, die er besiegt hat, dann stärker denn je zurückkam. Ich glaube, er genießt einfach jeden Tag, jedes Spiel. Und das sieht man ihm auch an. Gibt jedes Mal alles für die Mannschaft. Das sind genau die Spieler, die wir sehen wollen und die den Handball auch sehenswert machen. Igor Wori vom HSV Hamburg. Also Leistungsstand Fußball, erschreckend. Igor Alainikov, also da kann jeder laufen in einer besseren Position sein, da gibt er den Ball sicher nicht her. Und alles andere kann ich nicht bewerten. Frank Löke vom TuS N Lübbecke. Einziges Mango spielt nicht Abwehr, ne? Also ist ein reiner Angriffsspieler, dort allerdings stark. Vielleicht einer der besten, die es im Angriff auch gibt auf der Position, aber es ist natürlich eine gewisse Eindimensionalität, die du mitbringst. Und das kannst du dir im heutigen Handball eigentlich nicht mehr leisten, dass du nur im Angriff kommst, erst recht nicht als Kreisläufer. Bartosz Jurecki vom SC Magdeburg. Ja, ich finde ihn unglaublich gut. Er hat so einen tiefen Schwerpunkt und haut sich da immer rein und ist genau so ein richtig guter Mannschaftsspieler. Also der ist sich für nichts zu schade und gehört auch zu den Top 3. Ne? Trotzdem sieht er immer noch aus wie Shrek. Das wird er auch nicht mehr verlieren. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Ab dem 19.11. könnt ihr abstimmen unter www.dkb-handball-bundesliga.de.